teilweise wochenlang keine Briefe im Briefkasten. Das ist die große Postwut. Corona haben wir kaum Ausfälle. Bei uns ist es wirklich die Überbelastung. Briefe müssen mindestens einmal werktäglich zugestellt werden. Doch das ist vielerorts in Deutschland momentan weit von der Realität entfernt. Wenn Reichtum und Leistung zusammenhängen würden, dann gäbe es in diesem Land sehr viele, sehr reiche Paketzusteller. Wie der Konzern mitteilte, lag der Gewinn in den ersten drei Monaten bei 1,2 Milliarden Euro, viermal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Unsere Ergebnisentwicklung, unsere Umsatzentwicklung, unsere Cashflow-Entwicklung sind hervorragend. Und ich glaube, das ist in der Tat die Leistung der Mitarbeiter im letzten Jahr. Wir sind in Leinfelden-Echterding in der Filderhalle. Wir machen da unsere Vertrauensleute-Konferenz in Vorbereitung auch der Tarifrunde Deutsche Post. Das ist heute das Hauptthema und deswegen sind wir hier. Es wird alles teurer. Wir haben jetzt im September sogar eine zweistellige Inflation, 10%. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die sind nicht im Hochlohnbereich und die haben jetzt einfach auch eine anständige Lohnerhöhung verdient. Ganz wichtig ist an der Stelle, dass die Mitgliederbefragung vorangetrieben wird, dass sich so viele wie möglich auch an dieser Mitgliederbefragung beteiligen. Organisiert euch, tretet in die Gewerkschaft ein. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Wir sind Verdi. Lasst uns gemeinsam für mehr Löhne kämpfen.